Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal Quarix zum PC Building Simulator 2 zu einer neuen Folge. Meine paar Stimmen. Ein bisschen, ja. Sehen hier auch 21:54 Uhr ist genau die Zeit, wo ich jetzt auch gerade aufnehme. Ein bisschen spät, aber schon gut. Und zwar wollte ich mir anschauen, wir haben hier noch ein paar Sachen. Wir haben hier RAM, das haben wir erledigt. Genau, löschen. Wir haben hier die GeForce GTX 1060, 60 oder besser, haben wir auch erledigt. So. Ding, vielen Dank für den Aufkleber. Auch ahnen, dass ich 4 Stunden damit verbringen werde. Tief in den Augen starren und so weiter. Freut mich. Emojis, Smiles, aber er lächelt wirklich und was ist. Ja. Du hast hier meine Zeit, das Ding. So, Aufkleber. Ding, wenn nur Aufkleber. Nehmen wir auch an. Ich bin dezent. Bist ja schön. Da habe ich ein paar Federn lassen müssen. Schön aufteilen. Ding. Oh, größten. So, was hast du denn hier drin für einen? Ein Terabyte, das 250 Euro. So, gibt es die zufällig hier auch einfach in einer 2 Terabyte-Version? Ja, mach mal. Halt. Nein, du nicht. Wir kaufen einfach mal ein Ding bei 250 Euro. Teile, bitte. Das passt. Nope. Giftig, danke und auf 2 Terabyte. Nächsten Tag. So, dann haben wir das. Die zwei kommen morgen. Und wir haben hier noch einen Teil. Und zwar PC kann Colorful Mindestanforderungen. So, das schauen wir uns mal an. Wie weit das Ganze klappt. Naja, dass das Ding hier halbwegs designmäßig. Passt soweit, will man behaupten. So. Will run, ja. Genau. Du musst mir nicht das erklären. Ich mache das nicht. Ja. Lass mich. Ich hasse schon wieder die Tutorials. Aber gut. Durch hier installieren gehe ich auf Tools, genau. Und nehme den USB-Stick und darf ich mir nicht auch hier hinten eine. Und ich darf jetzt nicht ins BIOS, genau. Ich darf nicht XMP überall. Darf ich hier nicht umsetzen? Gut, wenn du das Teil nicht magst. Will it run? Und wir installieren. Na, auch jetzt mach die letzten Prozentchen. Powerful, so, das Teil ist nicht um den Ding. Ja, raus. Bisschen mehr empfohlen, wie hatte denn denn? Okay. Wenn man mit dem Mindest. Was haben wir denn dem Pfohlen? Dem Pfohlen ist die Grafikkarte auch nicht. Okay. Wir haben hier zum Beispiel mal empfohlen, hergehen. Also will den Mindest, das heißt, wir brauchen ein i3 6320. Darf ich auch hier schon i3 6320. So. So, am nächsten Tag, ja. So, sonst haben wir hier alles Grafikkarte benötigt. Ich bin lost. Das haben wir, das braucht man. Auch ein i5 6400. Haben wir auch gerade gedacht. Na gut, ein i5, ein i3 werden wir sicher dann brauchen, wenn wir unsere eigenen PCs machen. Da hau ich wieder rein. Da gibt es einen i3 dann. Wir brauchen einen i5. Da 6000er. 6600. Oder welche werden jetzt hier von der Base? Wir brauchen 6400 Bilder. 6400 reicht mir schon. Wenn man 6400 wäre mit 80. Dann nehmen wir uns hier den und sagen, stecken. Okay. Machen ein paar bisschen Sachen Fehlkauf, aber okay, den müssen wir dann ja rein. So, okay, dann machen wir jetzt mal eins und zwei, tun wir mal den neu starten und du den XMP Profil aktivieren und schauen auch natürlich, wo wir das Ganze dann welche für uns zum Verkaufen PCs machen, welche wir nehmen da. So, das mache ich aber lieber hier.
Wo passt nicht am besten? Wir haben hier ein AMD, wir haben hier ein i7 6700. Okay, was ist hier mal rein? Das Ding ist defekt. Okay, wir haben hier 406 Kaufpreis, wir haben 251 so ein Ding. Wir haben AMD Ryzen 3, GeForce 79 GMXL, klingt nicht einmal so schlecht. Man kann es ehrlich sagen. Ja, die sind günstiger hier. Was haben wir hier? Also die Grafikkarte defekt, na gut, ist vielleicht nicht gerade Team GeForce, ist rein der RAM hier defekt. Ich glaube, ich nehme hier einfach mal den RAM. Wir schauen mal kurz, dürfte ich mal kurz hier meinen Shop. Das darf ich nicht klären, okay. Aber wir brauchen hier nämlich den Team, dem 8 GB mit 3000. Ah, da gehen wir hier auf Speicher. Wir wollen von welcher Marke nochmal? Team Group. Ein Team Group T Force Dark, oder? T Force Dark Red 8 GB. 8 GB, genau hier die. Nein. So, und wie viel Stück haben wir hier drin verbaut? Wir kosten das da 100 €. Ich nehme jetzt sicher einfach mal 2 und sage am nächsten Tag kaufen, fängst. Und dann werden wir uns hier das Ganze. Also eine ist nur defekt. Gut. Dann haben wir jetzt einen Ersatz, weil ich bin mir sicher, den werden wir sehr bald brauchen. Wurde geliefert, wunderbar. Den schauen wir uns dann aber am nächsten Ingame-Tag an. Wir gehen hier rein, sagen Tag beenden. So. Danke. So, wir haben hier Upgrading. Ja, wir nehmen uns mal hier die Sache und zwar. Banks. So. Dann. Werden wir hier mal entfernen und mal die CPU einbauen. So. Und die CPU einige Mal rausnehmen und austauschen. Es hat mich auch eigentlich gewundert, dass ein i3 passt so. Nächstes Mal wird ein bisschen besser lesen. Da tun wir uns alle einfacher. Wir wollen hier gerne unseren i5. Genau, hier den wollen wir hier gerne einbauen. Installieren Tools, Wärmeleitpaste. So, weil ich überhaupt meinen i3 drinnen hat, aber okay. Muss man auch nicht ganz verstehen, aber passt schon. So, zumindest der erfüllt die Anforderungen und dann können wir schauen, ob er auch funkt noch. Ganz sicher sollte das System ja laufen. So, stimmen. Passt. Können wir zurückgeben. Perfekt. So, das ist unser gekauft. Da genau mitten ran. Den nehmen wir uns mal und werden den mal verkaufen dann. Okay, da haben wir eh mehr RAM. Ding davon ist einer defekt. Ich überlege jetzt, den wir machen, oder? Aber wir machen zuerst mal das, damit wir es erledigt haben. So, ein Teil davon ist defekt. So, das wäre natürlich schon schön, dass man vielleicht auch weiß, welcher davon. Darf ich nicht wissen. Kann ich hier jedes kleine Ding hier aufmachen. Und damit ich das jedes einzelne deinstallieren kann. Und dann kann ich auf Speicher gehen und kann hier Gebrauch defekt. Einen neuen. Die neuen kommen hier in Dualshell eine. Und die gebrauchten, das sind die. Kommen dann hier extra noch rein. Unvollständiges Gehäuse. Ja, ich weiß du.
So. Ich bin weit weg. Thanks. So. Das muss ich zuerst mal anschließen, damit ob das funktioniert. HDMI. So. Hier tun wir natürlich XMP auch. Damit auf die 3000er läuft. System ist zwar auf einer HDD, aber es passt schon, passt schon. Ab so schlimm. Omega System. Yes. So. Gut, so. 9200 Ding. Damit ich gerne 999. 91% reicht mir vollkommen. Wartet, wartet. Wir haben hier Pentium. Alter. Na, Alter. Bester Ultra PC 2022. So. Bester Ultra PC 2022, danke. UVP haben wir sogar hier schon ein paar Dinge. Kann ich da vielleicht auf 1099 sogar schon gehen? 89% passt. Bester Ultra PC 2022 für 1099 Euro nur. So, wir haben hier hinten aber auch ein paar Aufträge noch. Wir haben noch ein paar Abarbeiten. So, wir haben hier nämlich die Anpassungen, das ganze Ding, ja. So, genau, der ist ja fertig. Passt, passt, passt. Ich habe keinen Überblick mehr. So, da wollen wir aufrüsten und da wollen wir. Okay. Da werden wir jetzt mal die Dinge anbringen. So, was hätte der nochmal? So, danke. Wir haben hier das Ganze. Ja. Kassieren. Thanks. Löschen. Burger und Essen hätte er gerne. Burger und Essen. Steht hier unten auch wieder. Wir wollen hier keine Form, Waren, Symbole, Emoji, Aufkleber. Spiele, Essen. Wir wollen hier einmal einen Burger. Und generieren ein Essen. Dann nehme ich einen Donut und das packen wir hier oben drauf. Also, wie soll generell noch essen? Okay, Wassermelone. Kommt dann hier drauf. Kaffee kommt hier drauf. Ein Kuchen. So, kommt hier. Und danke. So, das war's. Okay. Haben wir das hier auch fertig? So, dann können wir das Ganze auch kassieren. Ja. Passt. Und da müssen wir das Ganze eben die HDD einbauen. Da wir das an der Welt wären. Baumodus, Banks und dann. So, wollen hier gerne eine Festplatte und zwar eine 2 TB. Wollen das Laufwerk schwach schließen. So. Und ich gerne Kabel. Danke, so. Okay. Jetzt müssen wir mal hier kurz die Seitenwand wieder reinhauen. Und dann natürlich auch die Vorderseite. Nein, wie sieht das? Ich kann die Vorderseite einhauen. Wunderbar. So. Dann machen wir noch hier die Kabelchen.
So, dann natürlich am. So, wunderbar. Dann laden wir hier das System. Danke, danke, danke. Wunderbar. So, dann haben wir hier das auch fertig. Wunderbar. Bitte dann. Ja. Passt. Kassieren. Löschen. So, was uns dann hier? Neue Teile. Schön. Neue Teile. Schnäppchen nicht verpassen. Was hast du denn den nächsten Ding? Wir müssen 3T-Mark Times bei Leistungswert von 2000. Okay, annehmen. Ja. Und eine SSD. Denn wir brauchen hier einen Adapter 480 GB. Gehen wir von aus, der im reicht ein Ultimate. Auch annehmen, ja. Und nehmen hier die mit Ultimate bestätigen. Kaufen, dann haben wir was für die nächste Folge schon. Das sind die zwei, die wir kriegen. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, gerne Abo, Like lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben schon 22:11 Uhr. Die Uhr geht richtig, freut mich. Dann bin ich raus und sag.